30 Kinder, 10 Betreuer, 4 Tage. Das ist die Barthiesel Kinderstadt 2017. Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren haben bei diesem Planspiel das Zepter in der Hand. Innerhalb einer Ferienwoche haben sie für 7 Stunden am Tag das Sagen und aus dem Jugendtreff Goldscheuer wird ihre eigene kleine Stadt. Hallo, ich bin die Emilia, bin 10 Jahre alt und war die Bürgermeisterin von der Kinderstadt Hogwarts. Hallo, ich bin die Eva, bin 10 Jahre alt und war die Stadträtin, also eine der 2 Stadträtinnen von Hogwarts. Was ist überhaupt eine Kinderstadt? Also, eine Kinderstadt ist genau wie eine große Stadt, sowas wie Offenburg oder sowas. Nur, dass die Einwohner nicht aus lauter Erwachsenen bestehen, sondern nur die Kinder dort entscheiden dürfen. Und jeder hat natürlich auch einen Job. Sonst bekommt man natürlich auch kein Geld. In der Kinderstadt partizipieren Kinder, indem sie selbst mitbestimmen und sich selbst organisieren. Im Kinderstadtalltag werden die Ressourcen aller Teilnehmer aktiviert und somit ihre eigene Motivation gesteigert. Durch die Arbeit in den Betrieben werden komplexes Denken sowie Sozial- und Kommunikationskompetenzen gefördert. Bei der Jobauswahl und bei den verschiedenen Tätigkeiten bilden sich Kinder selbst, indem sie ihren Tagesablauf in der Kinderstadt nach ihren eigenen Interessen bestimmen und das machen, was sie begeistert. Die Bürgerinnen und Bürger erproben sich bei diesem Planspiel in verschiedenen gesellschaftlichen und kulturellen Bereichen und lernen demokratische Grundprinzipien kennen. Somit wird der Jugendtreff ein Ort für Eigeninitiative und Interessenvertretung der Kinder. Was wird am ersten Tag in der Kinderstadt gemacht? In der Kinderstadt wird am ersten Tag auch immer verschiedene Sachen gewählt, also wird der Bürgermeister gewählt und es wird bestimmt, wie die Stadt heißt. Und die meiste Stimme hatte Hogwarts. Und es werden auch verschiedene Themen besprochen, was es alles in der Kinderstadt gibt. Welche Betriebe und Berufe gibt es in der Kinderstadt? Es gab verschiedene Berufe. Die Polizei, die Bank, das Arbeitsamt, das Rathaus, der Freizeitpark, der Bauhof, die Presse, die Sanitäter. Dann gab es auch noch den Supermarkt und natürlich unser Restaurant, unsere Küche, wo wir mittags nach dem Arbeiten dann gegessen haben. Das waren aber viele Informationen. Wie gut, dass die Pressestelle der Kinderstadt Hogwarts eine kleine Dokumentation zusammengestellt hat. Ich gebe ab in die Redaktion. Einige Aufgaben der Presse sind es, die Tageszeitung zu schreiben, einen Stadtfilm zu drehen und Interviews zu führen. Hallo, wir sind Zoe und Maria von der Presse. Und wir starten heute eine kleine Dokumentation über die Kinderstadt Hogwarts. Wir fangen mit dem Krankenhaus an. Im Gesundheitszentrum wird zum Beispiel Erste Hilfe vor Ort geleistet, die Kinder erstellen einen Essenspass und sie bieten Massagen für die Bürgerinnen und Bürger der Kinderstadt an. Also wir können viel helfen. Ich habe mich gerade eben an einem Stück Papier geschnitten. Oh. Ganz eng geschnitten. Ja. Wissen Sie, was es ist? Also wir haben manche Patienten, die haben Rückenweh oder so oder wollen eine Massage haben und dafür ist das hier. Und wenn man Bauchweh hat, dann muss man halt auch immer einen Eimer haben, dass man da reinbrechen kann. Und man muss immer eine Sache haben, dass man immer genug Pflaster hat und dass man immer viel Pflaster hat, dass man jeder einen Pflaster hat, weil wenn man nicht mehr so viel hat, dann muss man wieder einkaufen und das. Ja. Dann haben wir noch einen Gesundheitspass gemacht für alle Kinder. Und da können dann alle Kinder ankreuzen, was sie gegessen haben oder getrunken. Mit welchem Geld habt ihr in der Stadt bezahlt? Also wir hatten in unserer Kinderstadt Hogwarts auch eine eigene Währung, die haben wir auch bestimmt, weil Hogwarts von dem Film Harry Potter kommt und unsere Währung hieß auch Potter. Da gab
gab es auch verschiedene Scheine. Es gab 1er, 2er, 5er und 10er Scheine. Mit denen konnte man auch bezahlen. Und wenn man es nicht genau hatte, konnte man es auf der Bank wechseln. Und auf der Bank hatten wir dann auch ein eigenes Konto. In der Bank zahlen die Kinder unter anderem den Lohn aus, legen Konten für die Bürgerinnen und Bürger an und treiben für die Kinderstadt Steuern ein. Und für die Kinder, die heute kommen, haben wir auch Konten. Sind jeweils immer 5 Potters und dann müssen wir die Namen noch aufschreiben und die kriegen dann 5 Potters. Aber an jedem anderen Tag richten wir für die Kinder ihren Lohn und machen die Konten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses, der Polizei, des Arbeitsamtes, der Presse und des Gesundheitszentrums werden von Steuergeldern bezahlt, da dies städtische Einrichtungen sind. Andere Betriebe verdienen selbst Geld und bezahlen ihre Angestellten aus ihren Einnahmen. Das sind der Beauty-Salon, der Supermarkt, der Freizeitpark, die Post, das Restaurant und die Küche, die Bank und das Bauhaus. Wer war eure Bürgermeisterin und wie kam sie dazu? Emilia hier, die wurde dieses Jahr Bürgermeisterin, weil alle Bürger dieser Kinderstadt Hogwarts sie hat am meisten Stimmen. Und es haben noch 2 andere kandidiert, die wurden eben Stadtrat und die hatten genauso viel Stimmen wie sie allein. Die verschiedenen Kandidaten haben eine Wahlrede gemacht und mussten dann da drin sagen, was sie eigentlich in der Kinderstadt machen möchten. Und dann wurde gewählt, jeder Bürger hatte 2 Stimmen. Also 2 Bonbons und die musste er dann in die verschiedenen Eimer mit den Namen werfen, wo er wollte. Die Stadtverwaltung stellt Personalausweise aus, bietet eine Bürgersprechstunde an, entwirft Stadtpläne und kümmert sich um die Touristeninformation. Ich muss aber für. Sorry, du kannst das selbst. Kottchen. Blätter. Also Frau Bürgermeisterin, was machen Sie so? Also, ich helfe Kindern in der Kinderstadt, die Hilfe brauchen. Und wir haben Öffnungszeiten immer zwischen 11 und 12 Uhr und 14 und 15 Uhr. Ja. Und haben Sie eigentlich auch Freizeit? Ja, wenn, aber nur ganz selten meistens. Okay. Und wann kriegen Sie Ihr Geld? Eigentlich immer am Schluss des Tages oder wenn ich eine Stunde schon gearbeitet habe. Als Stadträtin habe ich immer irgendwelche Briefe bearbeitet, ihr gegeben, habe sie auch meistens unterstützt bei Führungen, wenn jemand gekommen ist oder habe Stadtpläne gefertigt und habe halt mehr für die Touristinformation auch gemacht. In der Touristeninformation werden zum Beispiel Stadtführungen angeboten und Ausweise für die Besucher ausgestellt. Man geht rein, dann füllt man diesen Gästepass aus und dann gebe ich den Leuten diesen Stadtplan von Hogwarts. Gab es auch mal Probleme in der Stadt? Ich habe die Steuern runtergesetzt, weil kein Bürger mehr aus der Stadt Hogwarts mehr Steuern bezahlen wollte. Und dann gab es plötzlich ein Bankproblem. Die Polizei konnte nicht mehr bezahlt werden, weil die Stadtkasse kein Geld mehr hatte. Und dann musste ich die Steuern wieder erhöhen und dann bekamen die Bürger weniger Lohn. Ich fand es ein bisschen blöd, weil eben wie die 20 Potter auf 10 Potter runtergesenkt wurden vom Lohn und wir dann 4 Potters, also Steuern zahlen mussten,
Und die Bürgermeisterin hat aber gesagt, wenn ihr nicht wählt, kriegt ihr 20 Potter Lohn. Das ist ja das. Die hat das Versprechen gebrochen. Das fand ich halt ein bisschen blöd. Und das allen zu erzählen war jetzt nicht der Hit. Bürger der Kinderstadt Hogwarts. Und bevor wir gleich anfangen mit unserem alltäglichen, mit unserer alltäglichen Arbeit, möchte ich noch ein paar Themen ansprechen. Weiter geht's mit der Post. Die Postboten verteilen die Briefe in der Stadt und stellen Briefmarken und Postkarten her, um diese zu verkaufen. Also wir gestalten gerade die Plakate für das da oben, dass jeder sieht, dass wir die Post sind. Und sie schreibt gerade hin, dass die Eltern auch hierher kommen können und sich einen Brief holen können und dann schreiben können. Der Supermarkt war sehr beliebt, weil die Kinder dort unter anderem Snacks, Getränke und andere Waren verkaufen durften. Außerdem haben sie Kassenzettel und Preisschilder geschrieben und Ware eingeräumt. Also jetzt fangen wir mal an. Was machen Sie? Also wir verkaufen verschiedene Sachen, zum Beispiel Cocktails, halt Getränke, Spielsachen. Und die Tasse? Alles. Einige Aufgaben der Polizeibeamten sind es, die Stadtgesetze aufzustellen, Ausweise zu kontrollieren und bei schwierigen Fällen auch Zeugen zu befragen. Also, wir wollten mal fragen, was macht ihr denn so? Also, wir lösen halt Fälle. Wir sind auch gerade an einem dran. Es wurden 42 Potter gestohlen von der Presse. Und jetzt müssen wir ein paar Verdächtige bzw. die sehr auffällig wirken, herholen. Und deswegen tun wir sie auch dann hier verhören und ja. Im Bauhaus bauen die Handwerkerinnen und Handwerker die Schilder, Briefkästen und Regale für die Betriebe und entsorgen den Müll der Stadt. In der Küche geht es heiß her, denn hier wird sich um das Mittagessen gekümmert. Die Kinder suchen dafür Rezepte aus und gehen einkaufen. Im Restaurant wird das Essen dann verteilt und hinterher natürlich auch der Abwasch gemacht. Wir kochen und machen Essen für die Kinder. Auf geht's in den Freizeitpark. Die Besucherinnen und Besucher können hier Billard, Kicker oder Airhockey spielen. Außerdem gibt es noch einen Beauty-Salon. Die Angestellten des Parks kümmern sich um die Eintrittskarten und um Wettbewerbe für die Kinder. Hallo, wir sind von der Tasse und wir wollen mit euch halt mal ein Interview machen. Also, jetzt fangen wir mal an. Was macht ihr? Wir müssen das Stadtschild. Dieses Stadtschild müssen wir auf dieses Riesenteil hier malen. Ja. Okay. Gibt es in manchen Bereichen Schwierigkeiten? Ja, immer.
In allen eigentlich. Also ich muss schon sagen, das reicht so. Wie kommen die Bürgerinnen und Bürger an ihre Berufe? Da musste man aufs Arbeitsamt gehen und da lagen solche verschiedenen Arbeitsamtkarten aus und da konnte man sich dann die verschiedenen Sachen aussuchen. Hinten drauf waren verschiedene Spalten. Dort standen dann die Namen drauf, wer das gemacht hat, dann die, wie lange man gearbeitet hat und dann noch die Unterschrift des Betreuers. Das Arbeitsamt hat dann einen Brief an die Bank geschrieben, dass derjenige, wo zum Beispiel in der Küche gearbeitet hat, von zum Beispiel von 10 bis 12.30 Uhr gearbeitet hat und dann bekam er für diese 1,5 Stunden dann so und so viel Geld. Im Arbeitsamt verteilen die Angestellten die Arbeitskarten, damit jedes Kind einen Job bekommt. Weitere Aufgaben sind es, die Lohnbriefe auszustellen und ein Jobregister anzulegen. Ich mache ein Prospekt um die Jobs für die Stadt und wer einen Job nicht weiß, was er in seinem Job tun soll, kann hier gucken. Und das sage ich denen. Gibt es in manchen Bereichen Schwierigkeiten? Ja, schon. Ich kriege manchmal die Folie nicht, das nicht in die Folie kommt. Was fandest du cool und uncool an der Kinderstadt? Nicht so cool an der Kinderstadt war das mit der Bank, wo sie dann natürlich kein Geld mehr hatte und dann musste ich es allen Bürgern sagen. Und für mich war das Coolste das Stadtfest, wo wir ganz viele Sachen hatten, wo man spielen kann, wo man sich Getränke kaufen konnte. Das Gesundheitszentrum hat mir gefallen, weil man da verarzten kann und man haben schön eingeräumt und wir haben auch Pflaster bei denen drauf gemacht. Und wenn ich groß bin, will ich auch Arzt werden. Das Uncoolste an der Kinderstadt fand ich, dass wir Touristen hatten, die haben sich unmöglich benommen und sogar Sarah, die bei uns auf dem Rathaus gearbeitet hat, musste ihre Tour, also ihre Führung abbrechen, weil alle durcheinander gelaufen sind und nicht mehr ihre Gruppe gefunden haben. Das Coolste war der Elterngarten, weil dort die Eltern in den Kindergarten, also an den Elterngarten gehen mussten und wir Kinder durften arbeiten. Also wir haben gelernt, dass man alleine in einer Stadt nichts erreichen kann, aber wenn man dann so zusammenarbeitet und auch es nicht so viele Diebstähle gibt, ja. Also dass da man dann viel mehr erreichen kann und letztendlich war unsere Kinderstadt dann auch riesig und alle haben dran mitgearbeitet und dann wurde die wirklich super schön. Wollt ihr nächstes Jahr wieder eine Kinderstadt? Ja. Auf jeden Fall möchte ich nach nächstes Jahr wieder in die Kinderstadt, denn sie war einfach so cool und ich wollte eigentlich jedes Jahr hingehen und für immer in dieser Stadt bleiben. Und zum Schluss noch ein paar Grußworte von der Bürgermeisterin. Hallo lieber Gemeinderat von Kiel, ich bin Emilia und ich war jetzt eine Woche lang Bürgermeisterin bei einer Kinderstadt und hatte 30 Bürger um mich und ich verstehe euch, dass man da in den Stress kommt und ich weiß eure Arbeit jetzt sehr zu schätzen. Tschüss!